Hallo meine Lieben, hier ist die Prinzessin Boogie von Adelhüt mit Sprachfehler. Nee, Moment mal, das war die andere Stimme. Hier ist die Prinzessin aus Adelhüt und entschuldigt bitte meine lieben Zuschauer für diese lange Pause, denn ich musste mein Haar bürsten. Ihr wisst, ich bin die Prinzessin mit den Haaren. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich freue mich, es kann weitergehen. Ich musste natürlich die ganze Sache jetzt nochmal neu auflegen, da der Datenträger nicht mehr in Ordnung war. Und wir waren auf dem Weg hier heraus. Lolicias Geheimnis der Stein muss weg. Haben wir das Geheimnis gelüftet? Das ist die Frage, meine Lieben. Ich kann es euch nicht beantworten. Wir haben auf jeden Fall einen riesigen Golem gesehen. Da haben wir... Wow. Ach, diese Mistviecher, den kommen die noch auch noch aus dem Hinterhalt. Nein, der gibt uns wieder Dropkick. Ah! Haha, daneben! Das sind meine Prinzessin. Oh. Ja, Prinzessin in Reflexe, wollte ich gerade sagen. Und eine kleine Änderung habe ich gemacht. Und zwar die Analyse. Den Analysezauber habe ich umgeändert. Und zwar in Boogie Boom. Da habe ich einen Explosionszauber gewählt. Dazu später, wir haben leider kein Mana. Wir gehen erstmal voll drauf. Cloud wird erstmal, ja, die Handgranate in dieses Federvieh stecken. Und Jack geht auch drauf. Ja, das war's auch schon mit dir, du Mistvieh. Ha, Prinzessin im Stock. 11 Schaden. Das ist mies. Ja, wie ihr seht, ab und zu kann es passieren, dass der Ton ein kleines bisschen nachhakt. Das ist aber nicht mehr so schlimm wie damals, dass es irgendwie Töne gibt, die gar nicht drin vorkommen. Das hat sich ein bisschen gebessert. Besser kriege ich es einfach nicht hin. Aber ich denke, das sollte ausreichen, um unser Abenteuer weiterzuführen. Denn es wartet noch eine ganze Menge auf uns. Gehen wir erstmal hier runter, oder? Schauen wir, wo kommen wir denn hier an? Ah ja, ja. Hier sind wir auch schon wieder am Einfang. Einfang, genau, am Eingang. Ja, boah. Ich merke schon, die Gegner können nicht genug von uns kriegen. Oh, was ist das? Ein paar Küken. Küki, Küki, Küki. Ah. Oh Gott. Der Schnabel. Was ist das? Gibt ja uns eine Hätte, eine Kopfnuss? Was sind das für welche? Okay, Buki. Geht mit die Flamme der Unschuld. Und Cloud, ja komm, du haust einfach drauf. Und du auch. Das sollte reichen für diese kleinen dreckigen Mistviecher. Wow, 101 Damage. Flamme der Unschuld. Brenne die böse Seele aus diesem Kükenkörper. Was auch immer das sein soll. Irgendein Federvieh. Oh. Also mal ganz ehrlich, die haben es mit ihren Kopfnüsse, oder? Keine Wunder, dass die so eine komische Birne haben. Aber unser Team ist siegreich. Und eine Reisebest haben wir auch noch erhalten. Das ist doch nice. Wir müssten schon einen übelsten Haufen Geld haben. Sehen wir das irgendwo? 2445 Geller. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass wir das Böse hier gebannt haben aus diesem Hall. Der Golem wurde also gefunden. Unsere Arbeit hier ist fast beendet. Dank eurer Hilfe können wir unsere Arbeit wieder aufnehmen. Bitte sagt das Emma. Natürlich. Wie kommen wir eigentlich da hoch? Wenn ich mal fragen darf. Können wir da eventuell mit Handpan was machen? Ich habe eine Idee. Jack hat eine Idee, denn er sieht schon wieder das Gold. Hier kommen ja keine Gegner zum Glück. Ja, es ist glaube ich drei Monate her mit der Pause, was mir auch wirklich selbst im Herzen wehtat, weil so ein wunderschönes, geiles
Spiel. So, geh mal weg hier. Ja. Schön gefedert mit deinen dicken Hintern. Was wollte ich jetzt? Hier, genau. Können wir da mit Handpan was machen? Nicht? Das ist ja seltsam. Na gut. Emma, wir haben es geschafft. Wirklich? Den Golem gibt es also wirklich? Ich lag mit der Wahl des Orts richtig. Ich bin ein Genie. Ihr natürlich seid auch toll. Wir dürfen hier nicht bloß rumsitzen. Wir müssen ihn jetzt ausgraben. Nimm ein paar meiner Leute an den Ort mit, an dem du den Golem gefunden hast. Ich verlasse mich auf dich. Dann gibt es auch ein Kussi-Kussi. Die ist ganz schön bestimmt. Ja, das stimmt. Die ist bestimmt ganz schön bestimmt. So, mögen die Ausgrabungen beginnen. Das kann was werden. Okay, ziehen wir es hoch. Es wird nicht kaputt gehen. Hat ihn schon. Oh, jetzt wird aber gehämmert. Hier ein bisschen hier so, ein bisschen da so. Ja, 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 das könnte ganz gut aussehen. Oha. Wow, so richtig Lara Croft mäßig hier. Okay, der Golem wird ausgerum. Ich hoffe, ihn können wir uns zunutze machen. Oder einsetzen oder sowas. Nicht, dass er erwacht. Und wen als Gegner haben oder sowas. Oh, das ist ein ganz schönes metallendes Vieh. Wie angenehm, dass mein Emma-Motor hier etwas bewirkt hat. Mit eurer Hilfe und meinem Emma-Motor konnten wir sie rausholen. Ja, das ist Nolicia. Eine der 8 Golems. Ist sie nicht niedlich? Das ist Golicia, genau. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist irgendwie so eine magische Frau oder sowas. Dieses Ding ist unverwüstlich. Es ist tadellos erhalten und befindet sich im Tiefschlaf. Die Belohnung von 500 Geller wartet auf euch. Aber ihr müsst morgen vorbeikommen. Heute bin ich mit dem Festival zu sehr beschäftigt. Ja, das möchten wir auch wetten, dass wir da unser Geld kriegen, ne? So, wir sind wieder in der freien Natur. Ich check mal kurz ab, ob unsere Ausrüstung alles stimmt. Kronklinge, ich glaube, das haben wir alles ausgerüstet. Unser Mana sieht sehr schlecht aus. Wir werden auf jeden Fall in Adelhüt wieder ein Zaubermörchen zu uns nehmen. Adelhüt. Und dann werden wir mal weiter nach oben gehen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Wir bekommen unser Gold morgen. Danach gehe ich mit Hanpan zur nächsten Ruine. Trennen wir uns schon so bald? Das gehört halt zum Leben eines Traumjägers. Gehen wir zurück zum Gasthof des Festivals. Was? Das Festival beginnt morgen. Okay, das werden wir tun zum Gasthof. Ich wollte nämlich auch gerade schlafen. Ich schau mal kurz, ob wir ausrüstungstechnisch noch was machen können. Was kann ich tun? Ja, du kannst mir... Ja, wir haben schon alles. Was wir noch tun können ist, wir haben nämlich in der Gruft, ja, in Lulithias Gruft ein Wappenbild gefunden. Können wir jetzt binden? Ja, können wir. Und zwar habe ich, wie schon gesagt, Flamme war das erste, was wir hatten, habe ich hier große Explosionen noch mit zugeholt. Finde ich jetzt nicht so schön. Daher werde ich einfach mal... Nee, komm, wir lassen das erstmal noch. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Wir werden eine weiße Magieart mitnehmen, also etwas zur Unterstützung. Magie absorbieren, Waffe heiligen. Tor zum Verlies, was ist das? Die? Schwarze Magie reflektieren. Sinne wieder... Was?
Sinne wiederherstellen, aus Schlaf erwecken, 50% Attribut fällt alle, Reaktion erhöhen, zornig machen, Angriff vermeiden, Magiewerte erhöhen, Waffe verfluchen, Abwehrquote erhöhen. Ich will wissen, was das ist. Tor zum Verlies. Deswegen machen wir das mal. Binden wir den Zauber an dem Wappenbild. Bing! Diesen Zauber bitte umbenennen. Escape? Escape? Also ist das sowas wie Flucht? Nehme ich jetzt mal an. Ja. Wie nennen wir denn das? Ja. Hier kann ja nur unsere Prinzessin Wookie zaubern. Daher nennen wir das einfach mal... wir nennen das einfach... Wookie... Run. Mal gucken. Müssen wir mal testen. Wookie Run abgeschlossen. Sonst noch was? Nein. So, das haben wir auch. Oben gucken wir gleich. Wir gehen erstmal in den Gasthof uns erholen, oder? Ja. Und auch speichern. Was willst du? Ah! Ich will speichern. Du kleiner, nervender Papagei. Ich liebe diesen Soundtrack. Da 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 da. Komm mal wieder vorbei. Na? So, hier können wir von Cloud die Waffen nach, die Munition nachladen lassen. Das machen wir auch. Und legen uns erstmal ein Ründchen aufs Öhrchen. Morgen gehen wir zusammen zum Festival. Aber ich muss jetzt los. Ich habe keine Ahnung, weshalb ich zur nördlichen Ruine gerufen wurde. Doch ich bin froh zu wissen, dass ich helfen konnte. Wenn ich fort bin, kann ich unter unten nicht... Was? Nicht mehr mit dir reisen. Doch ich werde unsere Abenteuer nie vergessen. Hoffentlich werdet ihr mich gleich behandeln, wie ich euch behandelt habe. Da geht Prinzessin Buch. Was? Oh. Stolz geht sie zum Thron des Schlosses. Wird sie jetzt gekürt? Wird sie zur Prinzessin ernannt? Was wird jetzt passieren? Der Morgen des Festivals ist da. Ich hab schön geträumt. Und wir nehmen mal Cloud wieder. Schön geträumt von Geld, von Gella. Ich hab sehr viel von Gella geträumt. Und was ist hier los? Also in allen Aufruhr? Seid gegrüßt! Das Ausstellungsstück der antiken Zivilisation wird jetzt vorgeführt. Kommt herein, versenkt euch, was? Versenkt euch in eine Zeit, die schon längst der Vergangenheit angehört. Ja, natürlich. So, hier werden sie, denke ich mal, keine neuen Waffen haben. Was sagst du? In der Antike wurde eine andere Art von Magie verwendet. Und das geht tief. Das geht sogar sehr tief. Da drin muss es Geister geben. Das Haus ist schon seit Ewigkeiten verlassen. Ja, hier haben wir mal reingeschaut. Aber da gibt's leider nichts. Das antike Fest hat begonnen. Wenn du in jener Kirche zu Wächtern betest, werden die Probleme sofort verschwinden. Die Wächter beschützen uns stets, obwohl wir sie nicht sehen können. Okay, die sagen auch mehr oder weniger dasselbe. Wir holen uns jetzt erstmal unser Geller ab. Nicht wahr? Und dazu sind wir ja hier. 500 dicke Geller. Wo war das jetzt nochmal?
Das war, glaube ich... Nein, hier war es nicht. War das hier? Ja, das war hier. Hallo, du hast bei der Ausgrabung mitgeholfen, richtig? Professor Emma ist bereits zum Festival gegangen. Ah ja, haben wir zumindest noch, genau, den Verbesserer. Ich bin Professor Emmas Assistent. Ich kann deine Waffe aufrüsten. Okay. Attack Point, das sind bestimmt Attack Points. Werden wir mal ab. Was? 500! 500! Okay, wir machen's. Das sieht gut aus. AGP auf Handgranat plus 5. Willst du noch eine nachrüsten? Ja, ich würde gern noch die Waffe, die Munition nachrüsten. Ja. Plus 1, dann haben wir jetzt 10. Und ein bisschen mehr Attack Point. Hit-Chance mit 87% sollte 87% dich treffen. Kommen wir auch wieder. Hallo? Kommen wir nicht mehr raus? Achso, wir müssen ja die Treppe runter. Ja, total vergessen. Oh, ich freue mich schon aufs Festival. Festival. Ich komm vorbei. Festival. 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 Ja, ich komm vorbei. Oh, nix. Die Kisten spawnen hier immer irgendwie wieder neu, aber da ist irgendwie nichts Neues drin. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir hoch, adretten Schrittes ins Anwesen von Adelhüt.